Madrid gegen Real. Da kam auch der Pass von Fabregas und dann machte Henry das 1:0. Wunderschön, wie die durch die Mitte wirbeln. Man vermisst gar nicht so sehr die Flanken, die haben es einfach drauf, dieses Kurzpassspiel. 35.000 Zuschauer aus der Sicht von Arsenal natürlich hoch zufrieden. Und wir, liebe Zuschauer, gehen jetzt noch einmal Sinn stiften. Runter ins Studio zu Oliver Welke und Oliver Bierhoff. Bitte, meine Herren. Ja, vielen Dank. Und wir stellen auch noch mal fest, jetzt eine Riesenchance für Arsenal, zum ersten Mal in ihrer ohnehin ruhmreichen Geschichte ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Und zumindest, wenn wir das heutige Spiel nehmen, hochverdient. Ja, hochverdient. Also Juventus hat da, glaube ich, gar keine einzige richtige Torchance herausgespielt. Und Arsenal hat das sehr clever gemacht. Eben immer wieder versucht, Bälle zu erobern und dann schnell umzuschalten, waren dadurch auch gefährlich und haben auch die beiden Chancen dann gut genutzt. Und weil vorhin so ausführlich von sogenannten Experten die Rede war, haben wir beide nicht ansatzweise darauf getippt, dass das heute so eindeutig laufen würde, oder? Nein, ich habe eigentlich Arsenal überhaupt diese Saison nicht so viel zugetraut und war eigentlich auch vor dem Spiel skeptisch. Ich dachte, Juventus jetzt auch in der Meisterschaft sind sie schon sehr weit vorne, sind eigentlich schon durch. Jetzt vielleicht auch durch diesen Schwung nochmal von dem Bremen-Spiel, dass sie einfach hier mit mehr Selbstvertrauen und auch mit mehr Klasse auftreten. Man hat auch gesehen, sie waren irgendwie ratlos, sie konnten kein Spiel. Die Spitzen haben die Bälle nicht gehalten, konnten sie nicht behaupten. Sie sind zu wenig nachgerückt und dann kann man gegen Arsenal nicht bestehen. Und jetzt wollen wir mal hören, wie der letzte verbleibende Deutsche im Wettbewerb Champions League den heutigen Abend so fand. Jens Lehmann müsste jetzt bei Uli Köhler stehen. Ich glaube, so richtig schlecht fand Jens Lehmann diesen Abend nicht heute. Ja, ist gut gelaufen für uns. Es hätte noch besser laufen können, aber 2:0 gegen Juve ist schon ganz gut. Sie sind noch gar nicht so richtig begeistert. Wir sind alle von diesem Spiel so unglaublich begeistert. Haben Sie denn Ihrer Mannschaft zugetraut, dass die so unglaublich gut spielen können und auch noch so erfolgreich? Gerade gegen Juve. Ja, wir wissen, dass wir so gut spielen können. Nur das ist der letzte Teil der Frage ist entscheidend gegen Juve. Juve gilt als defensiv sehr, sehr starke Mannschaft. Und ich denke, das haben wir heute gut gemacht. Obwohl zum Ende hin, wo sie nur noch zu, ich glaube, 9 waren, hätten wir vielleicht noch ein Tor machen können, um das noch klarer zu gestalten. Ein unglaubliches Tempo ist ja da. 25 Jahre im Schnitt. Und jetzt mit dem Ergebnis, da muss man auch richtig mal nach vorne gehen und träumen. Also jetzt erstmal wahrscheinlich von Turin träumen, keine Alps. Ja, ich meine, wir haben bislang noch nichts in der Hand. Ja, wir haben hier ein gutes Spiel gemacht, haben ein gutes Ergebnis geholt. Aber nächste Woche geht es weiter und ich denke, Turin wird kommen. Und ein 2:0 Vorsprung ist gut, aber ist nicht letzten Endes entscheidend. Wenn mit Ihrer Antriebskraft, wir haben auch sowas eingespielt, aber haben wir gesehen, wie Sie die Mannschaft auch nach dem 2:0, eben gerade dieses Ergebnis, immer weiter muss es gehen, oder? Ist das so? Das war nur in der 80. Minute. Ja, wir kennen ja den Europapokal. Ich denke, wir, selbst wenn wir gut spielen und 2:0 führen, man bekommt einen rein, dann ist das Ergebnis schon hinfällig, obwohl man gut gespielt hat und obwohl man den Gegner dominiert hat. Ich denke, das ist das Interessante am Europapokal. Sie haben noch kein einziges Gegentor in der Champions League. Viel besser kann es nicht laufen. Macht Punkte in allen Fronten, oder? Ja, es wäre schön, wenn es so weitergehen würde. Ja, aber letzten Endes ist es für uns wichtig, dass wir nächste Woche keinen reinkriegen und dann sind wir eine Runde weiter. Ja, ich bin ganz sicher, dass Oliver Bierhoff im Studio an den alten Spezi Jens auch noch was eine Frage hat. Ja, Jens, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich höre nichts. Also, ja, Jens, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Tolle Leistung. Ich hoffe, wir übertragen das Spiel auch nächste Woche, dass wir das dann verfolgen können. Du hast jetzt ja auch bei der Nationalmannschaft eine junge Abwehr. Erstaunlich, wie diese jungen Burschen bei dir da in London auch zusammenhalten. Ist das gut einstudiert oder haben die jetzt so ein Selbstvertrauen durch die guten Spiele in den letzten Wochen? Es kommt alles hinzu. Es ist unsere 24. Abwehrformation diese Saison gewesen. Ja, nur mit den hinteren Vieren. Und wir üben das halt jedes Mal im Training. Und deswegen klappt es ganz gut. Es ist natürlich überraschend, dass es in der Champions League so gut klappt. Vielleicht kommt uns der Spielstil der anderen Mannschaften entgegen. Das wäre ja in der Tat ein historischer Erfolg. Arsenal war noch nie im Halbfinale der Champions League. Hat euch Arsène Wenger auf dieses historische Event in besonderer Weise eingestimmt? Ob euch der Arsène Wenger eingestimmt hat? Mit Historie haben wir jetzt nicht so viel am Hut gehabt. Wir wollten einfach gewinnen. Und natürlich wissen wir, dass wir die Champions League noch nicht gewonnen haben, der Club. Wir spielen für uns, wir spielen für den Club und wir spielen natürlich auch für unseren Trainer, der, wie man sieht, hier ein sehr, sehr attraktives Spiel entwickelt und deswegen kommen die Zuschauer gerne. Ihr Trainer hat noch mal ganz klar in einem Sat.1-Mikrofon gesagt, er findet, Jens Lehmann gehört auch ins Tor der deutschen Nationalmannschaft. War das so mit Ihnen abgestimmt, dass er das sagt?
Nein, war es nicht, aber es wäre schlimm, wenn er das nicht sagen würde. Inwieweit ist das denn ein Vorteil für Sie, dass Sie sich zum Beispiel nächste Woche wieder gegen so eine große Mannschaft wie Juve präsentieren können und wenn es gut läuft, auch im Halbfinale der Champions League? Wie weit ist das ein Vorteil im Fernduell mit Oli Kahn? Da bin ich sicherlich der falsche Adressat für diese Frage. Das machen die Trainer aus. Ich spiele erstmal hier für Arsenal in den nächsten Wochen bis Mitte Mai und ich hoffe, dass ich da so erfolgreich wie möglich bin und dann